Tut mir leid, Chiara, aber das ist keine Mission für kleine Einhörner. Kann es sein, dass dir noch was fehlt, oh du weiser König? Oh, richtig. Fuddle, wo ist das Mundstück für die Sonnenflöte? Ah, das ist genau die Art von "Wir müssen es sofort finden" Notfall, für die mein systematikalisches Suchsystem gemacht wurde. Ich habe die Liste hier und das Mundstück ist in der Kiste mit der Aufschrift "Flöten und Mundstücke". Das heißt doch nicht etwa, ich sollte die Kisten beschriften? Ja! Oh, Kruzelschnutz! Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist das denn nur? Das Mundstück muss hier irgendwo sein. Mein System funktioniert. Moment, war überhaupt ein Mundstück auf meiner Liste? Die fertige Inventur ist nicht fertig! Oh, Kruzelschnutz! Chiara? Was ist los, meine Kleine? Oh, die Pfeife. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Sehr gut, Chiara. Na komm, Mo, die Sonne ist schon fast weg. Ja, okay. Lu zählt auf uns. Er hofft, dass wir sein Ei finden, und zwar schnell. Wenn wir doch nur unterscheiden könnten, was ein Stein und was ein staubiges Drachenei ist. Du hast recht. Dracheneier sind gut getarnt. Erinnere mich daran, dass ich nie eins zu Ostern verstecke. Es geht mir gut. Was? Wirklich? Wo? Das Ei! Und schau! Du hast es gefunden! Schon, Mo. Spiel diese Flöte. Oh. Wo ist das Sonneneinhorn? Es funktioniert nicht. Wir sind zu spät. Das Sonneneinhorn muss man vor Sonnenuntergang rufen. Ich erinnere mich an die Legende. Das heißt, das ist aus. Das heißt, dass wir nicht alle unsere Möglichkeiten im Blick hatten. Jedenfalls, wenn man Fuddle glaubt. Mal überlegen. Nummer 1, die Sonne ist weg. Und 2, die Sonne.